Ja, wir fangen an im Stehen. Wir können im Hinstehen, dass die Knie sind, das Becken fallen, also mit dem Hohlkreuz sind. Wir versuchen, die Spannung abzubauen und dann einfach normal den Bauch aufrichten, dass es bequem ist. Und jetzt strecken wir uns ganz weit aus, ein grosses geht in ein grosses X. Wir können die Beine noch ein bisschen breiter stellen. Ganz, ganz gross werden und das wie so spüren, wie ihr euch ausdehnt. Reinbewegen in die Grösse. Und dann langsam vielleicht ein bisschen ausschnaufen. Ganz, ganz klein werden. Ganz zusammenrollen. Und dann langsam wieder ausdehnen. Gross, 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 gross werden. So weit wie es geht ausstrecken. Und dann mit dem Ausatmen wieder zusammenrubbeln. Alles klein werden lassen, entspannen. Loslassen. Und dann langsam wieder aufrollen, ausdehnen. Gross werden, ein bisschen Spannung aufbauen im Körper. Gross, 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 gross. Und dann wieder ganz klein zusammenrollen. Und auch entspannen, versuchen loslassen. Und dann könnt ihr mal wieder gerade aufrollen, so ein bisschen wie in die Mitte zurückkommen. Jetzt machen wir etwas sehr Ähnliches, aber jetzt geht es mehr Breite. Wird ganz breit. So ein bisschen wie ein Sumo-Ringer vielleicht. Vom Bild her. Breit, breit, breit. Wirklich auch die Breite von dem Körper spüren. Und dann wird es ganz, ganz schmal. Vielleicht sogar ein Kreuzen. Dann noch spüren, wie das ist, wenn sie so ganz schmal sind. Und dann ausbreiten, breit werden. Breite spüren auch die Seite vom Körper. Und dann zusammen, vielleicht, dass wir die andere Seite kreuzen, ganz, ganz schmal werden. Wie ein Strich. Jetzt würdet ihr euch verstecken. Und dann wieder ausbreiten. Und einmal breit werden. Euch zeigen. Genau. Und dann auch wieder zurück in die Mitte kommen. Und dann machen wir uns jetzt ganz, ganz hoch. Das heisst ganz gross im Sinn von hoch. So hoch wie es geht, auf bis zum Himmel. Aufstrecken, die Momente können dann auf die Zehenspitze gehen. Und dann langsam runter zum Boden, wieder rund werden. Ganz, ganz tief runter, bis wir mit den Händen am Boden kommen. Auch da vielleicht wieder ein bisschen entspannen versuchen. Und dann langsam wieder aufrollen. Und wieder hoch, bis zu den Sternen. Versuchen nach den Sternen greifen. Und dann langsam wieder runter. Spüren, wie es uns am Boden runterzieht. Schwerkraft spüren. Aufrichten, wieder ganz, ganz hoch werden. Auf, 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 auf. Und dann wieder in die Mitte zurückkommen. Und das könnt ihr so oft und beliebig machen, wie ihr wollt. Also auch mit Ausdrücken zusammen, breit, schmal, hoch, tief. Dass ihr einfach mal so den Körper in alle Richtungen gestreckt habt. Und das tun wir jetzt eigentlich wie noch erweitern. Indem wir uns vorstellen, wir haben eine grosse, grosse Kugel um uns herum. Alle, die jetzt das mit dem Laban kennen, würden jetzt wahrscheinlich schmunzeln oder kennen es schon. Und jetzt könnt ihr anfangen mit euren Händen.
Handarm und natürlich den ganzen Körper mitnehmen, die Kugeln wie in die Luft zu malen. Das heisst, ihr stellt euch vor, ihr malt die Kugeln die Ränder ab. In eurer Lieblingsfarbe. Und schaut, dass ihr wie so alle richtigen Mal habt, damit ihr die Kugeln gut könnt zeichnen könnt. Auch nicht vergessen, den Raum hinter euch. Seitlich. Diagonal. Unter im Bereich der Kugeln. Vorne, hinten. Der obere Bereich der Kugeln. Die Momente können natürlich auch die Hände und die Füße zuhören. Genau, aber jetzt wieder anfangen ist es auch gut. Einfach mit den Armen und natürlich den ganzen Körper versuchen mitnehmen. Und wenn ihr die Kugeln schön gemalt habt und das Gefühl habt, oh, die ist jetzt da, ich sehe sie oder spüre sie, dann könnt ihr sie anfangen auszufüllen. Das heisst, der Raum zwischen den Kugeln und euch, auch wieder mit den Armen, vielleicht mit dem Netz, mit dem ganzen Körper, wie so ein bisschen ausmalen, wieder vielleicht in einer anderen Farbe, das malen wir jetzt mal die gleichen. Und dann da. Immer so von euch bis zu den Kugeln, könnt ihr euch auch da den Beinen und Füßen noch helfen. Und wenn ihr auch da noch ein zeitliches Gefühl habt, doch, jetzt haben wir sie aber schön ausgemalt, dann könnt ihr mal drin ist da. Und das mal spüren, wie das ist, wenn ihr jetzt hier die Kugeln mit euch habt. Und einfach noch ein bisschen entspannen. Versuchen, die Entspannung loszulassen im Körper. Und dann fangen wir an, ganz fein mit den Knien. Knie ein bisschen biegen. Ganz locker. Und dann das Tempo ein bisschen steigern. Und jetzt merkt ihr vielleicht, wie der ganze Körper so ein bisschen geschüttelt wird. Und dann könnt ihr das Tempo wieder ein bisschen steigern und bei euch kleiner machen, bis ihr so wie einen Cocktail schüttelt mit eurem Körper. Und wir versuchen auch, die Gelenke loszulassen. Lockere Schultern, Kopf, Brustkorb so ein bisschen sinken lassen, das Becken loslassen. Vielleicht müsst ihr etwas breiter stehen, je nachdem, wie es symbolisch ist. Und dann könnt ihr auch so ein bisschen den Körper von oben hängen lassen, sodass die Arme ein bisschen aus der Schulter rauskommen. Dann wieder aufrichten. Vielleicht mal das Gewicht ein bisschen aufs eine dabei. Und aufs andere. So, was euch gut tut. Und dann könnt ihr auch noch dazu nehmen, die Hände noch ein bisschen ausschütteln. Die Arme. Vielleicht noch mal so über eure Kugeln reinschütteln. So ein bisschen Kugeln rausputzen oder vielleicht nur eine zweite Farbe reinschütteln. Und dann nehmen wir das Schütteln jetzt mehr ins Becken, das heisst, es ist mehr hin und her schütteln. Und könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ein Hund, der gerade aus dem Wasser gekommen ist und alles tropft und dann wieder so ausschütteln, wie ein Hund, der sich wieder trocken schüttelt. Und dann, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt wieder ganz trocken wieder, dann könnt ihr sie wieder klingen lassen, zurückkommen. Und jetzt mal so ein bisschen nachspüren, wie ihr euch jetzt fühlt nach diesen paar Übungen. Und jetzt wäre zum Beispiel der Moment, wo ihr Musik anstellen könnt und tanzen könnt.
frei tanzen, was ihr Lust habt. Vielleicht machen wir das auch mit jemandem zusammen. Das kann natürlich auch schön sein mit Familie oder jemandem, der zusammen wohnt. Dann tut's ein bisschen, kann man sich gegenseitig noch ein bisschen unterstützen in der Bewegung. Ja, anyway, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Freude mit dem Video, die Lust habt zum Glück machen. Und noch viel, viel mehr freue ich mich auf, wenn wir wieder könnt uns sehen und wieder könnt, so richtig, wie sagt man immer, ja, uns richtig live sehen, wieder über das Video und über die Bildschirme. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles, alles Gute, habt euch Sorgen, bleibt gesund und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss zusammen!